heute bei Aston Martin. Hier wird nämlich ein ganz tolles Auto vorgestellt, der neue Aston Martin DB11. Und neben mir Herr Oswald, Geschäftsführer hier, so ein Wahnsinnsauto, James Bond Kultauto. Der wird ja ganz neu, wurde der designt. Was ist alles jetzt genau neu an dem Wagen? Alles. Alles. Es ist einfach vom Chassis über die Karosserie, Motor, Getriebe, Innenraumgestaltung. Es ist einfach alles komplett neu am Auto. Besondere Highlights sind natürlich der neue Turbomotor, Doppelturbo V12, das erste Mal in der Geschichte von Aston Martin. Die gesamte Aerodynamik wurde neu gestaltet mit Patentanmeldung, also ganz was Besonderes. Die Zeit wird nicht ausreichen, jetzt alles zu erklären, deshalb so ganz kurz jetzt mal der Überblick. Ich habe auch gelesen, 608 PS. Stimmt. Ja. Beschleunigung 0 auf 100, 3,9 Sekunden. Auch das stimmt. Ja, genau. Und die Endgeschwindigkeit 320 Stundenkilometer. Ja, macht unheimlich Spaß. Ja, wunderbar. Es gibt schon noch was zu sagen, dass wir hier ein Auto haben, das 200.000 Euro kostet. Nach oben ab 200.000 Euro kostet. Das ist eine ganz besondere Marke ist Aston Martin. Wenn jemand einen Aston Martin fährt, dass er auch ganz besonders unterwegs ist. Und da kommt es, wie eingangs gesagt, der James Bond Faktor mit dazu. Ja, es gibt keine Neider, es ist Kult. Jeder, der so ein Auto besitzt und fährt, hat unheimlich viel Spaß und wird mit anerkennenden Blicken beglückwünscht, gesehen. Und das ist eine wunderschöne Geschichte für jeden Kunden. Jetzt stehen wir hier vor dem Aston Martin Zagato, also ein wahnsinns schickes rotes Geschoss. Was ist an dem so speziell? Gut, Zagato steht jetzt grundsätzlich mal für besonderes Design, das über die Jahre aus der Historie gewachsen ist. Eigentlich fast eine Garantie ist, dass sich eine Wertsteigerung bei dem Fahrzeug ergibt. In dem Falle stehen wir vor dem Vanquish Zagato. Speziell jetzt einmal das Design, zum zweiten etwas mehr Motorleistung und sehr, sehr exklusiv. Das Auto wird nur 99 Mal gebaut. Okay. Und mehr Motorleistung heißt auch mehr PS dann? Ja, bedeutet in dem Falle klassisch unser V12 6-Liter Motor, in dem Falle dann mit 600 PS. Ah, super. Und würde dann was kosten? Das Fahrzeug kostet 660.000 und das ist im Prinzip ein Schnäppchen. Wie vorhin schon gesagt, ist der Zagato fast eine Garantie für eine Wertentwicklung, eine Wertsteigerung. Also mit 660.000 Euro ist das noch in einem ganz angenehmen, normalen Bereich. Okay.